Sie sind hier, 14. November 2018, 18.54 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Martin Dada erzielte das letzte Tor für die deutschen U17 Junioren. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen U17 Junioren sichern sich dank eines abschließenden 4:1 gegen Gastgeber Irland den Turniersieg. Zuvor spielt das DFB-Team zweimal unentschieden. Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier in Irland für sich entschieden. Nach zwei Remis gegen Tschechien 1:1 und England 2:2 setzte sich das Team von DFB-Trainer Michael Fechtenbeiner zum Abschluss in Dublin 4:1 gegen den Gastgeber durch und schob sich dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Engländern und Tschechen vorbei auf Platz 1. Die Treffer für die DFB-Junioren erzielten Tim Lempele aus der Jugend des 1. FC Köln, 4. Die Hoffenheimer Marvin Weiss, 63. und Kerem Kalhanoglu, 67. Elfmeter, sowie der Berliner Martin Dardai, 88. Sohn von Hertha-Coach Pal Dardai. Weiter geht es für die U17 erst 2019 mit einem Wintertrainingslager im spanischen La Manga, 2. bis 13. Januar. Hauptziel des kommenden Jahres ist die Qualifikation für die U17-Europameisterschaft 3. Bis 19. Mai 2019, die ebenfalls in Irland stattfinden wird. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.